Na, dann wollen wir doch gleich mal da rein, wa? Inneres Heiligtum. Das hier werden wir nicht beide überleben. Nur für den Fall. Oh. Stimmt, die habe ich ja verkauft. Peinlich. So. Eine Tür. Ich weiß nicht. Das ist mir ein bisschen zu... nicht geheuert. Wir sind die Meister! Die Schöpfer! Die Alten! Das... Mein Stahl wird treffen. Okay. Das ist ja okay, dafür braucht der Schuss also. Kaputt. Na mach schon.
weiß nicht, geht's gleich los? Mit was auch immer? Ja, es wird anscheinend erstmal gequatscht. Ihr seid ein mächtiger Sklave. Ihr habt Maugrim getötet, den Propheten, der meine Wiederkehr verkünden sollte. Tja, schade, was? Ihr habt Aribeth besiegt, die Meisterin, die ich aus den Sklavenvölkern ausgewählt hatte. Ihr habt viele meiner Krieger und Priester abgeschlachtet. Yeah. Doch nun steht ihr vor Morag, Königin der Alten, hohe Priesterin der Schöpfer. Kniet nieder, Sklave, und ich werde euch leben lassen. Eure Zeit ist vorüber, Morag. Die Alten werden sich nicht wieder erheben. Ich werde euch das Fleisch vom Leibe ziehen und mich an eurer Seele laben. Das ist ja doof. Moraks Hand. So, wie gut wir mit Bauerns anzunehmen. Okay, die Hand war jetzt nicht ganz so schwer. Zwei Schwerter. Stimmt, die haben auch so schön geleuchtet gerade. Mist, ich hätte nicht so weit weglaufen müssen. Nicht, dass er gleich wieder verschwindet, der Gute. So, es war aber noch eine andere Hand. Die doch erstmal rauslocken. Ne? Komm, Morag. Moragchen. Komm, 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 komm. Alter, nein. Ach, Mann. Oh, na super. Okay. So. Hallo, wo bleibst du? Ich doch gar nicht, wo ist denn der jetzt? Das werdet ihr... Die Tür ist zu. Ah.
Eierkokon. Das werdet ihr bedauern. So, Beschützer gegen Schwert ist nicht mehr. Irgendeine Hexerei hat meinen Angriff abgewehrt. Ah, so, Morak. Jetzt werde ich dir mal die Hammelbeine langziehen. Mein Helmschrecken nehme ich mit. Gibt's gleich doppelt aufs Maul. Na los, wo bist du? Wo bist du? Immer noch hinter der Tür. Wow. Hallo? Hi, Süße. Was ist das denn? Ich ahne doch, dass da irgendwie was jetzt. Ah! Doch. Ha. Oh. Was ist denn hier los? Morak wurde zerstört. Mit dem Tod der Königin ist die Gefahr einer Rückkehr der Alten gebannt. Ohne Moraks Macht, welche die Luskanische Armee angepeitscht hat, ist ihr Kampfgeist gebrochen. Die Invasoren werden von den Streitkräften Niemanders, die rasch neuen Mut fassen, in die Flucht geschlagen. So. Gehen wir doch mal ins Portal. Puh. Astraler Raum. Hydrali! Ey, lass mich erstmal ausruhen. Ich sehe, ihr seid noch am Leben, Warmblut. Ja. Ich fürchtete, ihr werdet mit Morak und dem Rest der Alten untergegangen, als der Quellen dein Zephyr. Ach, der Zephyr. Was ist hier für ein Ort? Als ihr Morak vernichtet habt, habt ihr auch ihre Magie zerstört. Die Welt, die sie erschaffen hatte, der Quellenstein, der fiel zu Staub und alle, die darin gefangen waren, gingen mit ihm zugrunde. Ich gebrauchte meine Magie, um ein Portal zu schaffen, das aus dem zerfallenen Quellenstein in diesen kleinen astralen Raum führt. Es handelt sich dabei allerdings nur um eine vorübergehende Zuflucht, die sich zwischen jener Welt und eurer eigenen befindet. Ich bin froh, dass ihr das Portal gefunden habt und lebend davon gekommen seid. Warte. Da bin ich auch froh drüber.
Meine Zeit hier neigt sich dem Ende zu. Die Worte der Macht sind zerbrochen. Und meine Magie schwindet. Bald schon werde ich diese Existenz verlassen. Und dieser Astralraum wird mit mir verschwinden. Die Existenz verlassen? Heißt das, ihr werdet sterben? Die Zeit der Schöpferrassen ist vorüber. Es gibt keinen Platz für mich in eurer Welt. So wie es für Morak keinen gab. Ich habe das akzeptiert, Wattenbrot. Aber Echsenmenschen gibt es doch in der heutigen Zeit. Ihr habt euch Morak und den Alten gestellt und gesiegt. Selbst die uralte, böse Macht der dunklen Königin konnte gegen euch nicht bestehen. Das ist richtig. Ihr habt nie Winter gerettet. Aber ihr habt noch viel, viel mehr getan als das. Ihr habt das Schicksal nicht nur eurer Welt gewendet, sondern ebenso das von tausend anderen, die sonst von Moraks Armeen überrannt wurden. Ach, ich habe lediglich getan, was getan werden musste, genau. Nur wenige hätten sich Moraks Macht entgegenstellen und überleben können. Aber auch wenn ihr der Bedrohung durch die Schöpferrassen ein Ende bereitet habt, ist eure Arbeit noch lange nicht getan. Was? Ich habe etwas von dem Schicksal gesehen, was euch erwartet. Was denn? Euer Ruhm wird sich mehren. Die Legenden um euch werden sich im gesamten Norden verbreiten. Morak ist nicht die gefährlichste Feindin, die euch in eurem Leben begegnen wird. Eure Macht wird weiter wachsen, aber auch die Macht der, die euch zu zerstören wird. Wer? Viele werden das rauben wollen, was ihr euch hart erarbeitet habt. Andere werden ihre eigenen Legenden schmieden wollen, indem sie euch zerstören. Eure Feinde werden sich zusammenrotten und zuschlagen, wenn ihr es am wenigsten erwartet. Dies ist der Preis für Ruhm und Glück. Ja, toll. Mehr kann ich nicht sagen, denn meine Magie ist schwach geworden, seit die Worte der Macht zerstört sind. Die Nebel der Zeit trüben meine Visionen. Schnell jetzt, Warmblut. Ich kann diesen Astralraum nicht mehr lange aufrechterhalten. Das Portal hinter mir wird euch auf eure Welt zurückbringen. Ich danke euch für alles, was ihr getan habt. Nie wieder werde ich eine Sklavin der Worte sein. Geht durch das Portal, damit ich endlich meine lang erwartete ewige Ruhe finde. Okay, aber erst steige ich eine Stufe auf. So, Waldläufer. Nehmen wir jetzt mal. Okay, hauen wir erstmal ein bisschen Weisheit drauf. Zack. So. Okay, was haben wir denn? Was können wir denn? Oder was sollten wir denn können? Verstecken? Nee, entdecken wäre... wäre gut. Entdecken. So. Disziplin. Ach komm, ja, dann haben wir da mal drei Disziplinen drauf. Ach ja, und Nexus. So. Den Charakter speichern wir mal. So. Hinaus! Doch am Ende Triumph. Ohne Morak zerfiel der Quellenstein zu Staub und das große Imperium der Alten konnte endlich in Frieden ruhen. Yeah. Den Tod der Alten konnte man in ganz Niewinter spüren. Nun, da sie nicht mehr unter Moraks Einfluss stand, brach die gegnerische Armee auseinander
und das Glück wendete sich. Der Preis der Schlacht war hoch, aber Niewinter würde nicht in Schmerz und Trauer versinken. Zu viele hatten diesen Fehler schon gemacht. Die Stadt würde den Wiederaufbau beginnen und in die Zukunft blicken. Und was geschah mit den Helden, die so hart kämpften, während andere fielen? Ihre Geschichte ist hier noch nicht zu Ende. Denn die Welt ist groß und es wird noch viel zu erzählen geben. Neue Abenteuer warten bereits und neue Legenden müssen geschmiedet werden. Sorry, das musste ich jetzt mal beenden. Das ist ein bisschen blöd. Diese Bilder, die zwischendurch kommen, die eigentlich diese Geschichte so ein bisschen erzählen, die werden komischerweise nicht mehr angezeigt. Und somit auch nicht die Credits. Also muss ich das mal eben überspringen. Man hätte jetzt ein bisschen Musik hören können, aber die ganze Zeit einen schwarzen Bildschirm zu beobachten, ist vielleicht nicht ganz so spannend. Okay. Ja, damit haben wir Neverwinter Nights, das Big Pack, gut geschafft. Das heißt, Big Pack ja, weil, naja, ne? Es sind ja die beiden Add-ons mit installiert und da gibt es natürlich ein paar Boni-Sachen drin, die in dem normalen Neverwinter Nights Standard-Basic-Spiel nicht mit dabei gewesen wären. Ja, als nächstes nehmen wir uns dann mal die Schatten von Unterzit oder Shadows of Undertide dann vor. Und das wird eine neue Aufnahmesession werden. Also das denke ich mal auch, das wird auch eine komplett neue Aufnahme werden. Also, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Add-on wieder bei Neverwinter Nights. Ansonsten erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und ja, danke, dass ihr so tapfer dabei gewesen seid. Auch wenn es manchmal echt frustrierend war. Aber okay. Also, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Let's Play wieder. Also bis denn dann. Tschüss.